Meine lieben Visual Economic Zuschauer, wir befinden uns mittlerweile weit im Jahr 2023. Coronavirus, Pandemie und Lockdowns gehören sogar auch schon in China der Vergangenheit an. Die Energiekrise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine scheint gelöst und wir hören keine großen Schlagzeilen mehr über ernste Engpässe in den asiatischen Handelshäfen. Am 16. März war der erste Jahrestag der großen Zinswende der US-Zentralbank. Und angesichts all dessen gibt es eine Frage, die sich viele von euch vielleicht stellen. Wie ist es möglich, dass die Inflation noch immer so hoch ist, obwohl die meisten Probleme, die die Wirtschaft vor einem Jahr betroffen haben, doch bereits verschwunden sind? Außerdem lag die Kerninflation im Jahr 2023 auf Monatsbasis sogar um 0,4 Prozentpunkte höher als im Januar des letzten Jahres. Im Februar dann nur 0,1 Prozentpunkte unter der des Vorjahresmonats und im März 2023 war sie mit 5,6 Prozent ebenso hoch wie im Jahr zuvor. Mit anderen Worten, die besonders wichtige Kerninflation ist nicht nur immer noch zu hoch, sondern droht sich auf diesem Niveau zu verfestigen. Dies gilt nicht nur für die USA, sondern auch in Europa, beispielsweise für Spanien. Obwohl sich die Gesamtinflation in letzter Zeit abgeschwächt hat, ist die Kerninflation stark angestiegen. Sie hat ein Allzeithoch erreicht. Und passt gut auf, denn das ist außerordentlich wichtig. Die Kerninflation ist die Inflationsrate, bei der die Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt werden. Mit anderen Worten, wenn sie ansteigt, bedeutet das, dass es ein grundlegendes Problem gibt, das wir nicht in den Griff bekommen. Und deshalb werden wir uns in diesem Video genau auf dieses Thema konzentrieren. Im Moment verschaffen uns die Energiepreise eine Verschnaufpause, aber wenn sie wieder steigen, könnte das eine ernsthafte Bedrohung für uns werden. Vor allem könnte das schneller passieren, als uns lieb ist. Die Fragen sind also klar. Warum um alles in der Welt hat sich die Inflation noch nicht verlangsamt? Werden die Zentralbanken die Zinssätze weiter anheben, um dies zu erreichen? Und wie sind die Aussichten für die Zukunft? Wenn euch die Antworten auf diese Fragen genauso interessieren wie uns, dann gebt jetzt bitte fein Acht. Es wird einiges auf uns zukommen und so mancher wird verdammt überrascht sein. Bevor wir jedoch loslegen, wollen wir euch noch mit einem kurzen Werbehinweis unseres tollen Sponsors Surfshark beglücken. Denn Surfshark hat ein wirklich empfehlenswertes, sicheres und vertrauenswürdiges VPN im Angebot, das ihr euch unbedingt ansehen solltet, falls ihr es nicht schon habt. Natürlich kann ein Virtual Private Network, kurz VPN, einen nicht vor allen Gefahren schützen, die im Netz lauern. Man muss nach wie vor Umsicht walten lassen und wissen, was man tut. Aber es stellt hierfür ein Werkzeug mit gleich mehreren Vorteilen dar. Zum einen erschwert es in Kombination mit anderen Vorkehrungen, eure Aktionen im Netz nachzuverfolgen und abzuhören. Mit Hilfe verschiedener Sicherheitsfeatures könnt ihr so eure Anonymität im Netz erhöhen, zum Beispiel mit dem integrierten CleanWeb, das alle unerwünschten Cookies und Pop-Ups blockt. Ein weiterer Vorteil eines VPN ist, dass ihr so tun könnt, als wäret ihr an einem anderen Ort. So könnt ihr zum Beispiel auf Websites und Internetdienste zugreifen, in dem Land, in dem ihr gerade seid, nicht verfügbar, während ob daheim oder im Urlaub. Damit schlagt ihr Zensur und Geoblocking ein Schnippchen. Netflix und andere Streamingdienste, die ihre Inhalte nur in den USA anbieten, von Europa aus nutzen oder deutsches Internetfernsehen im Ausland gucken, mit Surfshark kein Problem. Aber das ist noch lange nicht alles. Denn mit nur einem Surfshark-Konto könnt ihr wirklich alle eure Endgeräte im VPN registrieren. Handys, Notebooks oder sogar euren Smart-TV. So, und für Visual Economic Zuschauer hat Surfshark sogar ein ganz besonderes Angebot auf Lager. Wenn ihr den Rabattcode economic.de angibt, bekommt ihr von Surfshark einen Rabatt in Höhe von 83% und obendrein die ersten 3 Monate gratis dazu. Den Link zum Angebot findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Also nichts wie los, besorgt euch Surfshark und greift damit gleichzeitig auch uns finanziell unter die Arme. Das könnt ihr übrigens auch direkt mit Hilfe des Spendenlinks, den ich euch ebenfalls in die Videobeschreibung gepackt habe. Wir sind euch für jede Unterstützung dankbar, denn damit helft ihr uns, euch in Zukunft noch mehr und noch bessere Videos zu liefern. So, und nun zurück zur Beantwortung unserer brennenden Fragen. Was ist der Grund dafür, dass sich die Inflation noch nicht verlangsamt hat? Wird es notwendig sein, dass die Zentralbanken die Zinssätze noch weiter erhöhen, um die Inflation zu dämpfen? Und wie zum Teufel sieht überhaupt unsere Zukunft aus in Bezug auf diese Inflation? Kleine Anmerkung am Rande, im heutigen Video zeigen wir euch hauptsächlich Daten aus den USA, denn was in der amerikanischen Supermacht passiert, wirkt sich in der Regel auch auf den Rest der Welt aus. Und im Allgemeinen sind die Probleme der USA denen des restlichen Westens recht ähnlich. Aber keine Angst, in den Punkten, bei denen dies nicht der Fall ist, werden wir es gesondert erwähnen. Also, lasst uns loslegen. Bevor wir erkennen können, was genau die Inflation daran hindert, wieder auf ein erträgliches Niveau zu sinken und wann dies vielleicht der Fall sein wird, müssen wir erst einmal verstehen, was genau ihre Ursache ist. Kurz gesagt, Inflation kann aus 2 Gründen entstehen. Der erste ist, dass der Konsum übermäßig ansteigt, viel stärker als die Produktion zunehmen kann. Das heißt, wenn die Menschen mehr Geld ausgeben, können die Unternehmen die Preise erhöhen und es kommt zur Inflation. Das beste Beispiel dafür ist das, was nach dem Ausbruch von Corona geschah. Zuerst kam Trump und dann Biden, aber beide taten im Grunde das Gleiche.
Sie legten gigantische Konjunkturpläne auf und druckten Geld in nie dagewesenem Ausmaß, um Liquidität unter amerikanischen Haushalten und Unternehmen zu verteilen, als Antwort auf die Probleme, die durch die Lockdowns verursacht wurden. Wie ihr auf dem Bildschirm sehen könnt, hat dies dazu geführt, dass US-Haushalte auf ganz außergewöhnliche Weise eine Riesenmenge Ersparnisse angehäuft haben. Und ich meine, das alles könnte ja schön und gut sein, hat aber einen kleinen Haken. Denn als sich die Dinge wieder normalisierten, begannen die amerikanischen Verbraucher Geld auszugeben, als gäbe es kein Morgen. Wie ihr seht, hat die Auflösung dieser äußerst irregulären Ersparnisse dazu geführt, dass der Konsum plötzlich viel stärker anstieg als in der Zeit vor der Pandemie. Tja, und was passiert, wenn der Konsum übermäßig in die Höhe schießt? Genau, Inflation passiert. In der Tat waren es genau diese Konjunkturprogramme, die einen guten Teil der Inflation, die wir heute noch erleben, verursacht haben. Aber in jedem Fall gibt es noch einen zweiten Grund, warum die Inflation in die Höhe schnellen kann: Angebotseinbrüche. Versorgungsengpässe verteuern die Produktion oder sie verringern das Produktionsvolumen von Unternehmen. Dazu gehören die berüchtigten Lieferkettenengpässe, Probleme im Seeverkehr, Einschränkungen für Unternehmen durch Lockdowns oder Unterbrechung der Energieversorgung, wie sie kürzlich zwischen Russland und Europa aufgetreten sind. Ich brauche euch wohl nicht zu sagen, dass gerade diese auch ein wichtiger Teil des jüngsten Inflationsproblems waren, insbesondere in Europa. Und nun, da wir die beiden Gründe kennen, die Inflation verursachen können, ist es an der Zeit, uns eine Frage zu stellen. Welcher dieser beiden Gründe verhindert, dass die Inflation zurückgeht? Oder scheitert es gar an beiden gleichzeitig? Also wenden wir uns vorerst der Entwicklung des Konsums zu. Seht euch mal das Folgende an. Wie ihr diesem Diagramm nur unschwer entnehmen könnt, liegt der US-Konsum seit Anfang 2091 und nach den US-Konjunkturpaketen weit über dem Trend vor der Pandemie. Nach Angaben von Mastercard sind die Einzelhandelsumsätze im vergangenen Jahr sogar um fast 9% gestiegen. Das ist geradezu verrückt. Der Konsum ist seit Beginn der Inflation also kein bisschen gesunken. Und das Problem ist nun mal, wenn wir wollen, dass die Inflation zurückgeht, müssen wir den Konsum entspannen. Und wie kann der Konsum eingedämmt werden? Nun, die wichtigste Strategie ist, die Zinsen zu erhöhen. Denn bei höheren Zinsen überlegen es sich Verbraucher zweimal, bevor sie neue Kredite aufnehmen, um Autos, Möbel oder das neueste iPhone zu kaufen. Außerdem verteuern höhere Zinssätze auch neue und refinanzierte Hypotheken. Und wenn Haushalte mehr für ihre Hypotheken zahlen, haben sie weniger verfügbares Einkommen für andere Dinge. Zumindest ist das die Theorie, denn in der Praxis sind die Zinsen bereits stark gestiegen und dennoch scheint sich das überhaupt nicht auf den inflationären Konsum der Haushalte auszuwirken. Die Frage ist also, was sollen die Zinserhöhungen überhaupt bringen? Warum scheinen die hohen Zinssätze nicht zu greifen? Wieso konsumieren wir weiterhin wie verrückt, während die Preise immer weiter steigen? Nun, genau das schauen wir uns jetzt an. Geldpolitik spielen. Der erste Grund, warum der Konsum trotz hoher Zinsen und Preise so lange hoch blieb, war, dass die Haushalte eben vorher große Ersparnisse bilden konnten. Wie wir bereits gesehen haben, sind die Ersparnisse der privaten Haushalte durch die fiskalischen Corona-Stimuli in einer absolut außergewöhnlichen Weise in die Höhe geschossen. Als jedoch die Inflation und die Zinssätze zu steigen begannen, verschwanden diese Ersparnisse allmählich. Das Problem ist jedoch, dass noch nicht genug Zeit vergangen ist, um sie vollständig verschwinden zu lassen. Es wird geschätzt, dass die Amerikaner während der Pandemie 2,2 Billionen Dollar angespart haben und bisher haben die höheren Preise und Zinsen diese Ersparnisse um gerade mal 0,9 Billionen Dollar, also weniger als die Hälfte, reduziert. Mit anderen Worten, die Haushalte halten ihren Konsum aufrecht, indem sie auf ihre Ersparnisse zurückgreifen. Aber Moment mal, denn das ist noch nicht alles. Ein weiterer Faktor, der es den Menschen ermöglicht, immer mehr zu konsumieren, ist die Tatsache, dass es dem Arbeitsmarkt im gesamten Westen sehr, sehr gut geht. Dass es immer mehr Arbeitsplätze gibt und dass diese immer besser bezahlt werden. Die aktuelle Arbeitslosenquote in den USA liegt bei 3,4%, dem niedrigsten Stand seit 1969. Und in Europa sieht es ähnlich aus. Arbeitslosigkeit in Deutschland auf niedrigstem Stand seit 1990. Eine Erklärung dafür, warum es dem Arbeitsmarkt weltweit so gut geht, ist, dass die Unternehmen seit der Finanzkrise 2008 ebenfalls große Liquiditätsbuffer aufgebaut und ihre Schulden abgebaut haben, um bei Problemen wie der aktuellen Krise weiterarbeiten zu können. Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund, der sowohl die robuste Beschäftigungslage als auch das anhaltende Konsumniveau erklären könnte. Und dieser Grund sind die Staatsausgaben und die Defizite der öffentlichen Haushalte. Sowohl die USA als auch die europäischen Länder haben sich in den letzten Jahren bis zum Hals verschuldet. In konkreten Zahlen ausgedrückt, allein im Jahr 2022 schloss die US-Regierung ihren Haushalt mit einem Defizit von mehr als 5,5% ab. Währenddessen nehmen die europäischen Regierungen nicht nur noch mehr Schulden auf als die USA, sondern setzen auch riesige öffentliche Ausgabenpakete mit Mitteln der Europäischen Union durch. Und diese Mittel belasten die Situation noch viel mehr.
Next Generation EU ist eines der größten Konjunkturpakete, die jemals finanziert wurden. Es besteht aus Mitteln der Europäischen Union in Höhe von insgesamt 806 Milliarden Euro. Kurz gesagt, was die USA mit den Konjunkturpaketen von Trump und Biden gemacht haben, machen die Europäer jetzt mit dem Next Generation Fonds, dem Wiederaufbaufonds. Allerdings lassen die Europäer das Ganze über einen längeren Zeitraum laufen. Aber bedeutet das, dass nur die privaten Ersparnisse, die Staatsausgaben und der florierende Arbeitsmarkt die Inflation hochhalten? Nun, ich fürchte, nein. Schnallt euch jetzt lieber an. Eine Frage des Angebots. Ja, es ist wahr, dass die ganzen Covid-Beschränkungen vorbei sind. Es stimmt, dass die Energiepreise zumindest im Moment wieder auf ein einigermaßen normales Niveau zurückgekehrt sind. Und eine weitere Tatsache ist, dass der Seeverkehr wieder etwas flüssiger läuft. Allerdings bedeutet dies nicht, dass alle Produktionsprobleme und Engpässe beseitigt sind. Werft mal einen Blick auf die folgenden Nachrichten. Toyotas globale Verkäufe fallen im Januar um 5,6%, während sich die Chip-Engpässe fortsetzen. Lieferkette wird für viele Bäckereien zum Problem Nummer 1. Die Bäckereibranche kämpft mit einem Mangel an Rohstoffen. Wie ihr seht, gibt es immer noch Probleme auf der Angebotsseite, auch wenn sich die Lage durchaus verbessert hat. Einem aktuellen Bericht der Federal Reserve von San Francisco zufolge könnten Lieferkettenprobleme für bis zu 30% der aktuellen Inflation in den USA verantwortlich sein. Es handelt sich also um alles andere als eine Bagatelle. Aber wollt ihr wissen, was das Schlimmste ist? Das Beunruhigendste ist, dass sich dieses Problem im nächsten Jahr noch verschärfen könnte. Vor allem in Europa. Doch neben den Energiekosten und den Lieferketten gibt es noch zwei weitere Faktoren, die Unternehmen daran hindern, genug zu produzieren, um die Inflation zu senken. Erstens haben viele Arbeitnehmer nach der Pandemie den Arbeitsmarkt verlassen, vor allem ältere Arbeitnehmer, die kurz vor dem Ruhestand stehen. Vor allem ihre Erwerbsquote ist noch lange nicht auf dem alten Niveau. Und das bedeutet, dass es für die Unternehmen äußerst schwierig ist, Arbeitskräfte zu finden, und ohne Arbeitskräfte können sie die Produktion natürlich nicht steigern. Der zweite Faktor ist, dass Wechselkursschwankungen Importe verteuern können, sodass die Unternehmen ihre internationalen Lieferkosten erhöhen müssen. Das gilt vor allem für die USA, wo der Dollar in den letzten Monaten etwas an Wert verloren hat. Für Europa galt Ähnliches in den ersten Jahren der Pandemie und des Ukraine-Krieges, als der Euro abstürzte. Und angesichts dieser Probleme, die Inflation trotz höherer Zinsen hochhalten, ist es jetzt an der Zeit, uns eine ernste Frage zu stellen. Wie lange wird die Inflation noch so hoch bleiben und können wir gar nicht mehr mit einer baldigen Senkung der Zinssätze rechnen? Genau das werden wir jetzt klären. Also, aufgepasst! Was bringt die Zukunft? Bevor wir auf die Zukunft zu sprechen kommen, ist es wichtig, einen bedeutenden Punkt klarzustellen. Ökonomen verfügen über keine Kristallkugeln, also zumindest über keine, die funktionieren. Und die Wahrheit ist nun mal, dass nicht einmal die besten Ökonomen mit Sicherheit wissen können, was in den nächsten Monaten passieren wird. Falls ihr mir nicht glaubt, dann seht euch mal das Folgende an. Auf jeden Fall sollten wir bescheidener sein. Es gibt vieles, was wir über die Inflation nicht verstehen und nicht vorhersehen können. Wir sollten all auf Daten reagieren und ehrlich sein, was die Unsicherheiten angeht. Jason Furman, Harvard-Ökonom. Da die Daten also mit Vorsicht zu genießen sind, geben wir euch nur 5 Hinweise, die auf die mittelfristige Zukunft der Inflation hindeuten könnten. Der erste Anhaltspunkt ist, dass die Auswirkungen der Zinssätze auf die Inflation nicht unmittelbarer Natur sind, sondern Zeit brauchen. Ein sehr deutliches Beispiel dafür ist der Wohnungsmarkt. Mietverhältnisse werden im Laufe der Zeit ja immer wieder verlängert. Wenn also die Preise fallen, wird sich das erst bemerkbar machen, wenn die meisten Mietverträge verlängert worden sind oder wenn die Mieter in billigere Wohnungen umziehen. Wenn wir diesen Effekt bei der annualisierten monatlichen Kerninflation im Januar berücksichtigen, sehen wir, dass die Inflation von 7,1% auf 5,9% sinkt. Und das ist nicht unbedeutend. In diesem Sinne gibt es Ökonomen, die ausgerechnet haben, dass es bis zu 9 Monate dauern kann, bis die Auswirkungen der Zinserhöhungen deutlich zu spüren sind. Mit anderen Worten, im Januar 2023 wurden die Auswirkungen der ersten Zinserhöhungen des vergangenen Jahres gerade erst spürbar. In den nächsten Monaten könnte die Inflation aufgrund dieses Effektes also noch stärker zurückgehen. Das zweite Indiz beim Thema Inflation ist, dass das Stellenangebot allmählich zurückgeht. Die Unternehmen stellen immer weniger ein und gleichzeitig ist die Zahl der insolventen Unternehmen seit Juli um fast 6% gestiegen. Wenn das so weitergeht und sich fortpflanzt, ist es möglich, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt in allen Ländern verschlechtert, was ebenfalls die Inflation dämpfen wird. Der dritte Hinweis ist, dass, wie wir gesehen haben, die Ersparnisse der Menschen aufgebraucht werden.
Früher oder später wird dies die Haushalte dazu zwingen, ihren Konsum einzuschränken. Und das wiederum wird viele Nichterwerbstätige dazu zwingen, sich einen Job zu suchen und damit das Problem des Arbeitskräftemangels teilweise lösen. Der vierte Hinweis und vielleicht einer der wichtigsten ist, dass die Staatsausgaben in den USA im nächsten Jahr sehr zurückhaltend sein könnten. Die Bundesregierung hat die gesetzliche Schuldengrenze erreicht und wenn diese nicht mehr angehoben wird, können die USA ihr riesiges Defizit nicht mehr aufrechterhalten. Die USA haben ihr Schuldenlimit erreicht. Was mit dieser Grenze passiert, ob sie doch angehoben wird oder nicht, wird die Inflation in diesem Jahr sehr stark beeinflussen. Im Falle Europas scheinen die Vorhersagen jedoch nicht so optimistisch zu sein. Eine Begrenzung oder gar Reduzierung der Staatsausgaben steht weder an, noch wird sie erwartet, sodass Europa in diesem Sinne ein größeres Risiko hat, die hohe Inflation beizubehalten. Und schließlich die Energiekosten. Und die Wahrheit ist, dass es in diesem Punkt für Europa nicht so gut aussieht. Schon gar nicht in einem Kontext, in dem die Europäische Zentralbank die Zinssätze nicht so stark anhebt wie die USA. Die OPEC verfolgt eine Ölpreispolitik ohne jede Rücksicht auf die Folgen. Die Förderkürzung ist ein politischer und wirtschaftlicher Affront gegenüber dem Westen. Es ist nicht übertrieben, von einem Schock für die Märkte zu sprechen, denn die große Mehrheit der Experten hatte erwartet, dass das Kartell die Ölversorgung unverändert lassen würde. Die Kürzung sendet eine ebenso klare wie für den Westen unangenehme Botschaft. Die OPEC wird ein Abrutschen des Ölpreises nicht dulden. Egal, welche wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder politischen Folgen eine Kappung der Fördermengen hat. Und diese Folgen sind weitreichend. Der Ölpreis beeinflusst nicht nur die Energiekosten, sondern über diesen Hebel die Wachstumsaussichten und die Inflation und damit auch die Geldpolitik. Kurz gefasst bedeutet die Förderkürzung, dass die Leitzinsen womöglich länger steigen werden als bislang erwartet. Das würde nicht nur eine Rezession in den USA und Europa wahrscheinlicher machen, sondern wäre auch eine schlechte Nachricht für die Stabilität des Finanzsystems. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie gefährlich die Nebenwirkungen der Zinswende für Banken werden können. Auf jeden Fall ist zum jetzigen Zeitpunkt praktisch sicher, dass der Abbau der Inflation noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Ja, es sieht langfristig nicht schlecht aus, insbesondere für die USA, aber eine Garantie ist auch das nicht. Ich erwarte, dass wir die Zinsen in diesem Jahr noch ein paar Mal anheben werden. Patrick Harker, Präsident und CEO der Federal Reserve Bank of Philadelphia. Im Augenblick scheint nur eine Sache garantiert zu sein. Die Zinssätze werden im Jahr 2023 noch mindestens ein paar Mal steigen. Aber jetzt, meine lieben Zuschauer, seid erstmal ihr an der Reihe. Wie lange, glaubt ihr, wird die Inflation noch steigen? Wird es in Europa und den USA sehr unterschiedlich laufen? Und was denkt ihr, wie die Zinssätze wo aussehen werden? Wie immer sind wir auf eure Diskussion zu diesem Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht auch etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like. Mit euren Freunden und vergesst nicht das Abo mit Glöckchen, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit uns hilft, dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald.